Ja, hallo liebe Fans, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Eine neue Aufnahme von unserem Talk aus dem FF Frauenfußball Leidenschaft. Heute eine etwas kürzere Version. Wir werden kurz das Pokalspiel von gestern anschneiden und dann werden wir überschwappen in die niederländische Liga und in die englische Liga. Wir beginnen den Talk mit Max, der heute reingekommen ist wieder und der hat das Spiel gestern gesehen, Duisburg gegen Wolfsburg. Das, Max, das war ja in der ersten Halbzeit zumindest sehr spannend, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also es war auch, um ehrlich zu sein, die ganze Zeit spannend. Also Duisburg hatte immer wieder gute Chancen. Ich glaube, was irgendwie cool war, es war ein Flutlichtspiel, Montagabend, der Amateurverein hatte Heimrecht und dann regnet es in Strömen, was natürlich immer für eine spielstarke Mannschaft ein bisschen schade ist. Es hat wirklich richtig geschüttet, der Platz war auch echt braun nach dem Spiel und man hat Wolfsburg absolut angemerkt, dass sie einfach mit den Pässen, die kamen immer zu lang, zu kurz, der Ball konnte nicht schnell gespielt werden und dann war es auf jeden Fall schwierig. Also Duisburg stand auch wirklich sehr, sehr gut hinten, hatten 4-4-2 gespielt, also 8 Leute hinten und kamen dann aber regelmäßig in gute Chancen. Das 1-0, ja, vielleicht nicht verdient, das klingt jetzt zu viel, aber ja, das kann passieren bei dem Spiel, also das war durchaus möglich und dann hatten wir natürlich Glück, dass zwei Tore direkt kurz vor der Halbzeit kamen, in der zweiten Halbzeit auch nochmal sehr, sehr gekämpft, die Duisburger und dann zum Glück 3-1 gewonnen. Ich glaube, erfreulich war, dass Pauline Bremer 2 Minuten spielen konnte, endlich nach so langer Zeit. Ich glaube, 350 Tage oder also es muss auf jeden Fall fast ein Jahr sein. Hatte sogar auch eine Chance, wo sie sich sehr geärgert hat, dass sie den nicht gemacht hat. Und ein Debüt hatten wir, glaube ich, noch. Genau, Joelle Smith hat das erste Mal gespielt. Leider nicht gleich getroffen, wünscht man sich ja immer als Stürmerin, aber bei dem Spiel auch ein bisschen undankbar. Also ja, die Pässe sind nicht so gut gekommen. Ich erhoffe mir immer noch sehr viel von ihr, weil ich sie schon in der niederländischen Liga gesehen habe und hoffe, dass die ganzen Wolfsburg-Fans jetzt noch nicht enttäuscht sind, weil die wird auf jeden Fall noch was zeigen, da bin ich mir relativ sicher. Ich denke mal, das wäre ein bisschen früh jetzt schon enttäuscht zu sein. Eva Bayo hat gefehlt, verletzungsbedingt oder was war der Grund? Genau, ja, Knieprobleme. Hat zwar bei der Nationalmannschaft gut gespielt, ich habe sie ja auch gesehen. Ich glaube, beim zweiten Spiel hat sie gar nicht gespielt. Beim ersten Spiel hat sie super gespielt, hat sie auch durchgespielt. War, als, wie ich schon mal gesagt habe, immer faszinierend zu sehen, was für ein großer Star sie halt in Polen ist. Und dass halt die Medien da echt fast nur an ihr interessiert sind und jede zweite Kameraeinstellung halt ihr Gesicht ist so. Aber jetzt halt Knieprobleme und ich hoffe mal, das wird gegen Chelsea, wird das wieder gehen. Sonst, ich bin ja ein großer Fan von ihr und ich bin der Meinung, dass sie ein sehr wichtiger Bestandteil ist der Mannschaft und deswegen tut schon weh, wenn man weiß, dass sie nicht spielen könnte eventuell. Ja, weil wenn du die Ketten hinterspielen willst und hast so eine schnelle Spielerin, die da reinsprinten kann, ist das natürlich von Vorteil. Ne? Und wenn die fehlt, dann hast du die Svenja Huth, die vielleicht auch noch die du noch reinschicken kannst und dann die Tabea Wasmuth ist sicherlich auch eine schnelle Stürmerin, aber trotzdem, die Eva Pajor ist einfach unwahrscheinlich schnell und hat auch eine Übersicht, hat eine Torgefahr und die fehlt natürlich. Ne? Klar. Ja, wir hoffen ja, dass sie dann gegen Chelsea wieder voll fit ist. Ne? Ich denke, vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme gewesen vom Trainer, dass er gesagt hat, komm, bei dem Pokalspiel gehen wir kein Risiko ein. Wir haben genug Spielerinnen, die also im Pokal dann auch das Ganze reißen müssen. Ne?
Ja, überraschend war es trotzdem. Ich hätte auch gedacht, dass mehr geschont werden. Lena Oberdorf hat wieder durchgespielt. Ich glaube, das liegt vielleicht aber auch daran, dass sie einfach aus der Nähe kommt. Also sie hat einen riesen Fanblock, die ja, sich total gefreut haben. Jetzt haben einige Stammkräfte gespielt tatsächlich. Das hat mich wirklich überrascht, und weil du gerade Tabea Wasmuth angedeutet hast. Ich schätze, sie wäre dann auch der Ersatz oder der Ersatz für Eva, weil ja, Svenja wird auf jeden Fall spielen, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt mittlerweile noch in der Sturmspitze spielt. Tabea Wasmuth hat dann, wo es dann Wechsel gab, wo Joelle Smith dann rausgegangen ist, hat sie dann vorne gespielt. Und ich schätze mal, dass das dann die Idee sein wird, falls Eva dann ausfällt gegen Chelsea. Aber bleiben wir mal gespannt. Ja, na genau, da wollen wir mal nicht zu so pessimistisch sein. Ne? Genau, ja. Ja, genau. Ich denke mal, die medizinische Abteilung bei Wolfsburg ist gut genug. Ja, spannendes Spiel. Das 1 zu 0 vielleicht noch ganz kurz, ist, glaube ich, aus dem Konter gekommen, über die rechte Seite, was ich gelesen habe. Und dann ist die Stürmerin da rein gesprintet und reingegrätscht. Ne? Ja, die Abwehr sah auch ein bisschen schwierig aus, aber ich möchte das Tor gar nicht herausstellen, weil das dann so klingt, als ob sie nur diese eine Chance hatten, nur diesen einen Konter. Also Duisburg hatte wirklich viele Chancen. Logisch, dass sie die nicht reinmachen als unterklassiger Gegner. Da war Wolfsburg dann einfach effizienter, aber ja. Duisburg hat wirklich gut gekontert, und ich schätze, entgegen meiner Erwartungen letztes Jahr, dass sie vielleicht den Wiederaufstieg schaffen können. Also es war wirklich eine gute Mannschaft, die auch gut gestartet ist, hatte ich gesehen. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich dachte wirklich nach dem Abstieg, dass da nicht mehr viel passiert, aber ja, sie machen es offensichtlich sehr, sehr gut. Ja, die machen einen guten Job, ne, mit dem neuen Trainer auch. Ne. Der scheint da richtig reinzupassen, auch mit seiner Mentalität. Wenn man so Bildmaterial sieht, Berichte, der motiviert die Mädels richtig. Schauen wir mal, was die Serie so bringt. Ne. Ja, war keine Überraschung im Pokal sowieso. An diesem Spieltag haben die Favoriten sich ja durchgesetzt. Ich denke mal, damit belassen wir es dann auch. Dann wechseln wir zum Andreas. Du wolltest etwas berichten über die englische Liga. Der Max wird dann sich dazu gesellen. Im Augenblick, englische Liga, haben wir ja viele gute Nachrichten, auch von unseren deutschen Spielerinnen. Und damit kannst du vielleicht mal beginnen, ne? Arsenal. Ja, bevor ich mit Arsenal beginne, erstmal zu den Deutschen. Leo Maier hat ihr Debüt gegeben für Everton nach einer kleinen Verletzungspause, wo sie nicht direkt am Saisonbeginn einsteigen konnte und prompt nach 12, 13 Minuten auch gleich ihr erstes Tor gemacht. Finde ich schon bemerkenswert als Außenverteidigerin. Schießt man nicht so oft ein Tor, und hat mich richtig gefreut für sie, dass sie jetzt in Everton so einen guten Einstand hatte, und ihre Mannschaft hat dann auch den ersten Saisonsieg errungen mit 3-1. Also gelungenes Wochenende für Leo Maier, das sicher auch in der Nationalmannschaft dann im Oktober wiedersehen werden. Ja, und Melli Leupolz hat bei Chelsea wieder gespielt, und das sage ich mal, ein bisschen unscheinbar mag es aussehen, weil sie ist nicht die herausragende Spielerin, die jetzt die Tore macht, aber sie ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil im defensiven Mittelfeld für Chelsea, die der Mannschaft Stabilität gibt. Und das ist genau ihre Aufgabe, und die erfüllt sie dort prima. Ich habe es letzte Saison auch schon gesagt, ganz ehrlich, ich habe ihr nicht zugetraut, dass sie den Sprung nach England so gut schafft. Und ja, nochmal gesagt, sie ist wirklich ein wichtiger Bestandteil im Chelsea-Mittelfeld. Und Chelsea hat Spitzenspiel in Manchester gehabt, bei Man United, und 6 zu 1 dort gewonnen. Das ist schon ein Statement und war für Chelsea auch unglaublich wichtig, natürlich, nachdem sie ja in der Niederlage in die Saison gestartet waren, dass sie jetzt sich wieder vorne etabliert haben und mit so einem Ergebnis natürlich auch für Selbstvertrauen was getan haben. Ja, vor allem ist es ganz wichtig, dass sie im ersten Spiel haben sie ja verloren gegen Arsenal, ne? Richtig? Ja, und sie haben nicht nur in Manchester bei United gewonnen, 1-0, 2-1 oder so, sondern 6-1, und wirklich, die auch, wie man so auf gut Deutsch sagt, die haben sie richtig hergespielt. Ja. Also United hat dann mal das 1
1-3 gemacht und hatte nach dem 1-4 nochmal einen Lattenschuss, wo sie vielleicht nochmal rangekommen wären, aber es war immer so, man hat so das Gefühl gehabt, wenn es wirklich sein muss, dann hat Chelsea einfach nochmal einen Gang hochgeschaltet. Und was die da vorne zaubern, also dieses Verständnis zwischen Frank Kirby und Sam Kerr, das ist traumhaft. Die legen sich gegenseitig die Tore auf. Also super, und zwar wirklich eine eindrucksvolle Vorstellung. Hat sich gelohnt, das zu schauen. Aber noch mehr, und jetzt komme ich zu Arsenal, noch mehr hat sich gestern Abend das Spitzenspiel zwischen Arsenal und Man City gelohnt. Das war also Duell Dritter gegen Zweiter aus der letzten Saison. Und ja, 5-0 für Arsenal. Also das ist auch ein sehr deutliches und kräftiges Statement. Also du musst gegen den Vizemeister, der so knapp den Titel verpasst hat, gewinnen, ja, aber auch so gewinnen. Das ist schon toll gewesen. Und die Art und Weise, wie Arsenal spielt, ist, ja, da lacht das Fanherz. Also einfach begeisternd. Sie haben verdient gewonnen. Und auch dieses Feuer, wo in der Mannschaft brennt, das kommt vom Trainer, muss man wirklich sagen. Jonas Eidewald, der neue Trainer. Sie führen 4-0, es geht in die Nachspielzeit und da könnte man sagen, also jetzt schiebt man sich nochmal einen Ball hin und her, damit das Ding, und dann ist ja fertig. Nein, die gehen nochmal nach vorne, dann wird über den Flügel gegangen, da wird eine super Flanke geschlagen, Zentimeter genau auf den Kopf von Lea Williams, und die köpft zum 5-0 ein und jubelt, als hätte sie gerade das 1-0 in der Nachspielzeit markiert. Ja, ja, ich glaube. Und außen steht da Jonas Eidewald, der Trainer, und ballt beide Fäuste und streckt sie in den Himmel und jubelt, dass du meinst, jetzt haben sie gerade das Spiel gedreht oder noch das entscheidende Tor in der Nachspielzeit gemacht. Diese Begeisterung, die greift im Moment über und man hat das Gefühl, die Mannschaft hat genau das gebraucht. Dieses Feuer. Ja, du hast gerade über den Trainer gesprochen, ja. Auch vorhin in Duisburg haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen. Die kommen ja alle beide aus den nordischen Ländern. Die haben die Mentalität damit rübergebracht und das scheint da wirklich zu passen. Ne? Die haben, wie der Trainer von Duisburg, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, Der ist ja wirklich sehr aufgeweckt, sehr nah an den Mädels dran. Und so scheint es bei dem Eidelwall ja auch zu sein, dass er so die alten Tugenden halt weggenommen hat und sich ganz neu orientiert um die Mannschaft. Ja, es hat ja beides was für sich. Auch diese ruhige Art, die Joe Montemurro hatte. Aber wie gesagt, man hat so das Gefühl, es war an der Zeit, diesen Wechsel zu vollziehen, und es war genau das, was die Mannschaft gebraucht hat. So diesen neuen Spirit, dieses Feuer von außen. Ja, ja. Und sie spielen es einfach toll. Man muss natürlich einschränken, Man City hat im Moment Verletzungsprobleme. Also man weiß, Lucy Bronze, letztes Jahr Europas Fußballerin des Jahres, fehlt. Es fehlt die Torhüterin, Ellie Roebuck, die englische Nationaltorhüterin, und ich habe mal so aufgehört, Steph Houghton natürlich, die eigentlich Kapitänin der englischen Nationalmannschaft. Das sind schon drei zentrale Figuren in der Defensive. Also diese Lücken, die es in der Abwehr gab, die hätte es wahrscheinlich mit den drei nicht gegeben. Man kann sagen, Ellie Roebuck hätte wahrscheinlich das erste oder zweite Tor nicht unbedingt reingelassen. Also da hat die Torhüterin nicht glücklich ausgesehen. Aber wenn du am Ende 5-0 verlierst, dann kannst du nicht an den Verletzten festmachen. Nein, klar. Man kann die Namen aufzählen. Das sind ja 8, 9 Nationalspielerinnen, was eingewechselt wurde, Nationalspielerinnen, die reinkommen. Also die haben, wie ich immer sage, Man City hat auch einen Champions-League-Kader, den sie jetzt leider nicht nutzen können, weil sie es nicht in die Gruppenphase geschafft haben, aber die haben eine Kadertiefe, 18, 20 Top-Spielerinnen. Also da kann man es nicht festmachen. Max, kannst du das so ein bisschen ergänzen, was der Andreas gesagt hat? Diese Begeisterung, ja, dieses neue Aufleben bei Arsenal und auch bei Chelsea, dass es im Augenblick so gut läuft? Ja, ich hätte Arsenal wahrscheinlich gar nicht so zugetraut. Also ich bin ja eher davon ausgegangen, dass ich würde auch das Ergebnis von Arsenal deutlich höher hängen als das von Chelsea, weil Man City wirklich eine tolle Mannschaft ist, die, wo ich ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, vielleicht können das die glücklichen Dritten sein, die, wenn sich zwei streiten, die auch in der Champions League möglichst weit kommen wollen, dass die dann vielleicht in der Premier League eine gute Chance haben.
Aber die wurden ja echt 5-0 weggehauen und trotzdem haben die ja eigentlich auch gute Spielerinnen auf dem Feld gehabt. Also Ellen White zum Beispiel ist nicht ausgefallen, Alex Greenwood finde ich auch super, auch nicht ausgefallen. Genau, also Wahnsinnsspiel. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass der alte Trainer vielleicht auch ein paar sehr gute Ansätze schon hatte, aber wie gesagt, so ein Tick Motivation noch gefehlt hat. Ich glaube, das hat echt ganz gut geholfen und ja, vielleicht bin ich sogar ein bisschen froh, dass wir nur Chelsea drin haben und nicht Arsenal. Weil zu Manchester United muss man ehrlicherweise sagen, dass das echt gar kein Vergleich mehr ist zu letztem Jahr. Also vielleicht kann man sogar Tottenham und Everton als noch besser dieses Jahr einschätzen, weil die haben wirklich krasse Abgänge gehabt, was sehr, sehr schade ist, aber ja, so ist nun mal. Trotzdem muss man auch so viele Tore gegen Manchester United schießen. Es wird wirklich sehr schwer. Aber wir haben leider jetzt noch nicht gesehen, wie anfällig Chelsea dieses Jahr in der Defensive ist. Das ist, gilt dann abzuwarten, dass sie eine tolle Offensive haben. Das wissen wir ja auf jeden Fall aus den 4 Spielen, die wir letztes Jahr auf jeden Fall mit Wolfsburg und Bayern schon erlebt haben. Da ja, wird schwierig, aber vielleicht defensiv hat man dann dieses Jahr auch wieder eine Chance. Ja. Ja gut, Chelsea hat ja gleich das erste Meisterschaftsspiel verloren. Also da haben sie ja schon Anfälligkeiten gezeigt. Ne? Nee, also ich kann bestätigen, dass sie immer noch in der Defensive anfällig sind. Und da meine ich, hat die Emma Hayes, Trainerin, auch ein bisschen Fehleinschätzung gehabt vor der Saison, dass sie in der Defensive nicht nachgebessert hat. Es spielt jetzt die gleiche Hintermannschaft wie in der letzten Saison. Und die hatte einfach gegen Wolfsburg, gegen Bayern und gegen Barcelona deutliche Schwächen. Ich bin auch der Meinung, dass Winnie Bright, die ja auch in der Nationalmannschaft noch gesetzt ist, die ist einfach ein Faktor, ja, ist nicht mehr die schnellste und sicherlich kopfballstark und alles, aber sie wird überlaufen und ist schwierig. Also da hinten drin ist Magda Eriksson, diejenige, die den Laden zusammenhält. Martin Jelde fehlt immer noch verletzt. Da hatte man ja gehofft, dass sie zur Saison beginnt. Wieder fit sein könnte, das macht sich bemerkbar. Ja, defensiv sind die anfällig. Deswegen auch nochmal, so in meiner Aussage vorhin, unheimlich wichtig, dass die Melly Leupolds auf der Sechser-Position spielt. Die nicht, wie gesagt, die nicht herausragt, aber die einfach so ein bisschen das Ganze kittet da hinten. Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass sie letzte Saison vor allem auch echt oft rausgeragt hat, eben defensiv, also was sie teilweise für Grätschen und so haben, das ist schon für eine Sechs-Spezie schon sehr, sehr spektakulär. Klar wird sie in dem Spiel oder war sie jetzt in dem Spiel nicht so auffällig, aber ich kann mich da nur anschließen, was du am Anfang gesagt hast. Ich hätte ihr das auch nie zugetraut und ich finde, sie hat nochmal einen riesen Sprung gemacht und was sie teilweise verteidigt, ist schon echt sehr, sehr spektakulär, sehr, sehr wichtig. Ihre Mitspielerin auf der 6 ist, glaube ich, auch eine Defensive. Also die sind beide sehr, sehr gut. Aber ja, Millie Bright ist, glaube ich, echt eine Schwachstelle. Und ich verstehe auch nicht ganz, dass die Annick Naun, die von PSV Eindhoven gekommen ist und wirklich sehr, sehr gut auch immer in der Nationalmannschaft, in der niederländischen Nationalmannschaft auf sehr hohem Niveau schon spielt, wo sie so jung ist, dass die halt jetzt in den Ligaspielen noch gar keine Chance bekommen haben, weil das kannst du sie natürlich in der Champions League, also ich gehe nicht davon aus, dass sie die in der Champions League dann reinwirft, gegen, glaube, da hätte man ihr auf jeden Fall noch Zeit zum Einspielen geben müssen, die sie nicht bekommen hat, was super schade ist, aber ja, das ist dann Chelseas Problem. Genau, und Wolfsburg kann sich freuen, ne? Also, Gucken wir mal. Wir als Fußballfans können uns freuen. Es gibt mit Sicherheit ein tolles Spiel. Und ja, Arsenal hat sein erstes Champions League-Spiel in Barcelona. Also, das wird auch eine Herkules-Aufgabe. Ja. Und wenn man sieht, wie Barcelona auch gestartet ist: 3 Spiele, 3 Siege, ich glaube 18-0 Tore. Also, die marschieren da in Spanien auch wieder vorweg. Und zum Stichwort Barcelona fällt mir ein, die Vicky Lozada, die ja letzte Saison Kapitänin bei Barcelona war,
Trippelsiegerin, die steht ja auch in der Startaufstellung bei Man City und hat gespielt gestern. Also deswegen, Man City hat wirklich, wie Max sagt, eine tolle Mannschaft und immer noch tolle Spielerinnen auf dem Feld. Umso beeindruckender war die Vorstellung von Arsenal. Und wenn man sieht, wie auch Viv Miedema sich jetzt über Tore freuen kann und auch jubelt, wenn sie selber ein Tor macht, auch das zeigt, was für ein Geist im Moment in der Mannschaft ist. Also normalerweise schießt den Tor und ja, na, weiter geht's, komm, lass uns weiterspielen, möchte noch ein Tor machen. Ja, sie hat ja auch der Presse gesagt, dass sie noch stärker werden kann, dass sie noch nicht am Limit ist. Ne? Genau, sie hat deutlich gesagt, wir spielen jetzt ein anderes System, wir müssen uns noch verbessern, wir müssen noch viel lernen, was der Trainer von uns will, aber es ist ein ganz anderes System und es passt viel besser zu uns. So ähnlich hat sie sich ausgedrückt und das sieht man ja an. Ja, ich würde sagen, vor 2 Monaten hätte ich darauf gewettet, dass sie am Ende der Saison geht, wenn der Vertrag ausläuft. Inzwischen sage ich, das ist durchaus möglich, dass sie bleibt. Wenn sich tatsächlich auch der Erfolg einstellt, weil ich glaube, sie hat jetzt wieder Spaß am Spiel. Ja, das ist ja, wenn bei manchen, es nutzt sich halt ab, bei den Trainern, ist halt so. Ne? Die Ansprache ist immer die gleiche, die Taktik ist die gleiche. Du gibst den gleichen Leuten die Chance und hast Angst, andere einzusetzen. Ja. Und der alte Ball macht es halt. Ne? Gestern hat dann auch in den letzten 10 Minuten etwa Tobin Heath ihr Debüt gegeben. Natürlich war das, bei 4-0 kannst du sie einwechseln. Und es war mehr eine Aktion, ja, um ihr zu zeigen, du gehörst dazu. Ja, und den Fans zu zeigen, sie ist jetzt da. Sie ist am Donnerstag aus den USA gelandet, hat am Freitag eine Trainingseinheit mitgemacht. Samstags Abschlusstraining und Sonntag hat sie gespielt. Also da kannst du noch nicht erwarten, dass die Bindung zu den Mitspielerinnen da ist. Aber ja, die individuellen Aktionen, wo sie hatte, da hat man schon gesehen, sie gibt auch keinen Ball verloren oder sie erkämpft es, hat einen Freistoß rausgeholt. Ich denke, sie wird ins Team reinwachsen. Und wenn sie einigermaßen in ihre Form findet, unverletzt durchkommt, kann das eine Riesenverstärkung sein. Okay, wollen wir noch was zur englischen Liga sagen, Max? Also ich freue mich auch schon, dass Tobin Heath dann vielleicht mal wieder in Form kommt, weil sie meiner Meinung nach eine der ganz, ganz, vielleicht auch schon alt, aber sie ist halt wirklich eine der ganz, ganz großen Spielerinnen, an die ich mich schon wirklich seit Jahren erinnern kann, die immer bei der USA halt immer ein Riesenbestandteil war und hat mich schon gefreut letztes Jahr, dass sie in Europa gespielt hat. Ich würde sie auch unfassbar gerne mal sehen live, die Ehre hatte ich noch nicht und das wird mit ihr sicherlich noch spannend, das darf man nicht vergessen. Und bei Miedema würde ich vielleicht noch ergänzen, ich glaube, dass sie eine Spielerin ist von der Person. Man kriegt das halt dadurch, dass ich Niederländisch halt spreche, in Interviews auch oft mit, dass sie einfach ein Mensch ist. Das ist nicht so ein klassischer Fußballspieler, der irgendwie dahin geht, wo es dann mehr Geld gibt oder wo gerade halt irgendwie einen Titel zu gewinnen gibt, sondern ich glaube, im Frauenfußball geht es vielen Spielerinnen und gerade ihr auch noch darum, sich wohlzufühlen, Spaß zu haben. Und deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass sie bei Arsenal noch bleibt. Vor allem, sie schaut jetzt auch so aus, als ob sie bei Arsenal nicht die schlechtesten Chancen hat, Titel zu gewinnen. Okay. Kommen wir zum Abschluss. Für diejenigen, die die Tabelle jetzt nicht kennen, erster ist Arsenal mit 9 Punkten. Zweiter ist Tottenham, auch mit 9 Punkten und 3 Siegen. Aston Villa, 7 Punkte, ein Unentschieden. Chelsea ist auf dem 4. Platz mit 2 Siegen, einer Niederlage und Manchester City 2 Niederlagen, ein Sieg auf dem 8. Platz. United auf dem 6. Platz mit einer Niederlage und 2 Siegen. So sieht es im Augenblick aus. Everton ist schlecht gestartet mit 2 Niederlagen gleich und ist auf dem 9. Platz, aber das wird sicherlich noch besser werden. Okay, dann haben wir die englische Liga soweit durchgenommen und wir sind froh, dass die deutschen Spielerinnen, ob es an Katrin Berger ist oder Leo Meyer, dass die eben halt gut durchstarten und mit Miedema und wie sie alle heißen, positiv eben halt in die Zukunft gucken können. Kommen wir zur niederländischen Liga und da bist du ja unser Experte.
Was kannst du in deinem Augenblick so ein bisschen berichten? Die haben im Augenblick ja schon 4 Spieltage hinter sich, ne? 4 genau. Bis 3. Ja, genau. Also so aussagekräftig ist es ja bei 4 Spieltagen doch noch nicht, aber es kam jetzt dazu, dass die beiden vorjahresbesten Mannschaften, Eindhoven und Twente. Twente kennt man ja eigentlich dadurch, dass Tommy Stroth dort Trainer war und auch Linden Wilms mitgenommen hat. Eindhoven könnte man eben durch Sari van Veendal kennen, die Torhüterin von den Niederlanden, und halt Annie Gnauen, die ich gerade angesprochen habe, und auch Joelle Smith, die kommt auch von dort her. Beide Mannschaften haben sich ja ein bisschen gewandelt. Passiert dann das gleiche beim Rückspiel, dann steht es. Kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich denke, die zurzeit da den Unterschied ausmachen können. Ich persönlich war beim Spiel von Ajax, das war nicht so berauschend, die hatten einen eher schwächeren Gegner und konnten da nicht so überzeugen, also da ist auch Heerenveen dann in Führung gegangen, überraschend, und hat auch immer wieder sehr gut gespielt. Das erinnert mich sehr an das Spiel von Wolfsburg gegen Duisburg. Stefanie van der Kracht, die vielleicht einigen noch in Erinnerung ist aus ihrer Zeit bei Barcelona oder bei Bayern, hat auch nicht gespielt, leider. Aber ich konnte mich mit ihr unterhalten sehr lange. Sie war sehr nett. Wahrscheinlich wechselt sie nicht mehr nach Wolfsburg, das hat sie mir verraten. Eine sehr, sehr nette Person, und bei Ajax ist einfach ja eine Spielerin, die alles überstrahlt. Das ist Sherida Spitze, die ich glaube ich auch schon mal angesprochen habe, die Kapitänin von der niederländischen Nationalmannschaft. Die ist wirklich Wahnsinn mit 31, und wer dort mal in Amsterdam im Urlaub ist oder so, der sollte sich unbedingt wirklich mal ein Spiel von ihr anschauen, der wirklich eine Wahnsinnsspielerin ist. Also wirklich Wahnsinn, und vor allem, wenn sie Freistöße hat, dann ist ihr das auch egal, ob der Ball 32 oder 34 Meter entfernt liegt, die zieht dann trotzdem drauf, und meistens wird es auch was, genau. Ja, was man in der holländischen Liga jetzt so sehen kann, da ist keine Mannschaft mehr ohne Punktverlust. Genau, das stimmt, ja. Da ist selbst der Erste hat schon die Niederlage. Ne? Zwolle hat schon das erste Spiel verloren. Ja, ja. Und Zwolle ist auch tendenziell nicht der Meisterschaftskandidat, würde ich behaupten. Also ja. Die werden auch nochmal was verlieren. Und es wird wirklich sehr spannend, und es macht wirklich auch Sinn, weil sich das mal anzugucken oder zu gucken, wer dort irgendwie auf der Torjägerliste rum ist, weil das wirklich eine Ausbildungsliga ist. Mhm. Und wir wahrscheinlich immer wieder tolle Spielerinnen von dort bekommen werden. Ja. Ah ja, gut, können wir ja mal in eine Gruppe reinstellen, die Torschützen. Ja, ist ein guter Tipp, können wir ja machen, ne? Können wir morgen machen, kein Thema. Ja, Twente Enschede hat es ja angesprochen, von Tommy Stroth, die Mannschaft, ist mit 2 Siegen gestartet und hat jetzt 2 hintereinander verloren. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd, ne? Für Trainer und für Mannschaft. Ja, hat halt die überragende Spielerin leider mitgenommen nach Wolfsburg mit Linden Wilms, die wir leider auch noch nicht gesehen haben, aber die auch wirklich sehr, sehr gut ist. Sie hat auch bei der Olympiade spielen dürfen im Gegensatz zu Joelle Smith und hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, gegen Eindhoven kann man verlieren zu Hause. Das sind wirklich die beiden besten Mannschaften. Einer muss verlieren oder zumindest unentschieden. Also 2-1 finde ich nicht so schlimm. Wir haben halt einen großen Aussetzer gehabt, das 4-1 gegen Zwolle. Ja, mal sehen. Ich denke, sie werden auf jeden Fall in die Endrunde kommen. Also die Liga wird dann irgendwann geteilt in den Niederlanden. Dann geht es wieder quasi von vorn los. Das werden sie sicherlich schaffen, und dann wird es spannend, genau. Ah ja, das ist ja interessant, ja. Das wusste ich jetzt also so noch nicht. Die wird nach wie viel Spielen? Nach Hin- und Rückrunde dann geteilt? Ich glaube, genau, nach Hin- und Rückrunde wird die aufgeteilt, und dann spielen die bei die ersten 5, glaube ich, nochmal die Liga aus, genau. Ah ja, okay, so wie quasi in Österreich und in der Schweiz die Männer liegen, ne?
Genau, ja. Und dadurch, dass es halt eine sehr kleine Liga ist, bietet sich das halt an. Macht auch Sinn, die Liga nicht zu vergrößern im Gegensatz zu uns, glaube ich, weil es nicht genug gute Mannschaften gibt, Das Leistungsgefälle ist zu groß wahrscheinlich. Das ist zu hoch. Also ich glaube, so wie wir es früher mal hatten, bei uns ähnlich, jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm und genau, dementsprechend sind nur 9 oder 8 Teams in der Liga. Ja. Neun Teams sind es. 9 Teams. Und die ersten beiden kommen in die Champions League, so wie es aussieht. Ja. Wenn die nachher die Meisterschaftsrunde gewinnen. Ne? Genau. Die niederländische Liga hat das gleiche Problem wie Österreich oder die Schweiz. Die bringen immer wieder tolle Spielerinnen hervor, Ja. aber die wandern eben ab nach Deutschland, England, wo auch immer. Ja, wenn man sieht, ich habe mir gerade überlegt, bei Österreich, ja, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil oder Schnatterbeck, Laura Feiersinger, alles tolle Spielerinnen, die auch eine gute Nationalmannschaft bilden. Manu Zinsberger noch. Ja, oder bei der Schweiz, Ia Welti, Anna Tomljanovic. Ja, man kann es beliebig fortsetzen. Das sind wirklich tolle Spielerinnen, die diese Ligen hervorgebracht haben, aber sie bleiben eben nicht in der Liga. Dadurch ist das Niveau dieser Ligen in Holland, Österreich, Schweiz eher niedrig. Sie kommen auch in der Champions League nicht weit. Aber die Nationalmannschaften, zum Beispiel Österreich, Schweiz, haben sich ja auch qualifiziert für die Euro Ja nächstes gut, Jahr. weil sie ja wieder alles zusammen Ja, also wie gesagt, das bringen. Potenzial an Spielerinnen ist da und überall in Europa machen die ja auf sich aufmerksam. Eine Sache liegt mir jetzt noch am Herzen, wenn wir jetzt über die ausländischen Ligen sprechen. Wo kann man die verfolgen? Einmal den FA-Player, haben wir vorhin mal drüber gesprochen, der ist kostenlos, also registrieren und kostenlos. Das Max, ist wo kann man das niederländische alles sehen, die Spiele? Außer ja, gute vor Ort. Frage. Also vor Ort hinfahren bietet sich immer an. Vielleicht ja, also da kann ich halt den Tipp geben, dass man nach Enschede gut kommt von Deutschland aus. Ansonsten bleiben einem leider nur die Zusammenfassungen und wenn man ja mit einem VPN-Blogger arbeitet, dann kann man sich das angucken, aber ich glaube, das machen nicht viele. Aber trotzdem, der aufmerksam macht, in der Torjägerliste, wie gesagt, oder in den anderen Statistiken. Ja, Andreas möchte Ja. sprechen. Ja, ich wollte noch ergänzen, also der FA-Player ist eine App, die man sich kostenlos runterladen kann, wo in der Regel alle Spiele gezeigt werden und frei zu sehen sind. Und seit dieser Saison, wer sich DAZN geleistet hat wegen der Champions League-Spiele der Männer oder der Freitag- und Sonntagsspiele der Männer, DAZN zeigt in der Regel 1 bis 2 Spiele der englischen Super League der Frauen. Im TV, also es ist wunderbar, du hast nicht bloß das kleine Display von deinem Handy oder von deinem iPad, sondern du kannst im TV auf DAZN im Originalkommentar die Top-Spiele sehen. An diesem Wochenende war es eben das Spiel von Chelsea und von Arsenal wieder. Letzte Woche war es Everton gegen Chelsea und Reading gegen Arsenal, wo sie gezeigt haben. Also super und wie gesagt, wer sich DAZN geleistet hat, gebt euch mal einen Ruck und schaut euch ein Top-Spiel aus der englischen Frauen Super League an, es lohnt sich. Also, ich kann das nur unterschreiben. Also, bei mir ist es auch so gekommen, dass ich irgendwann mal DAZN den Tag aufgemacht habe und es lief nur Chelsea und dann war ich doch interessiert, wie Pernille Harder spielt. Das war, ich schätze, genau vor einem Jahr ungefähr und es war super produziert. Es wurde super Fußball gespielt und es lohnt sich echt und natürlich ist es viel, viel besser, als wenn man irgendwie auf seinem Handy gucken muss. Wie gesagt, es lohnt sich absolut und der Fußball, das hört man ja immer ein bisschen raus, wenn wir davon erzählen, vor allem wenn du erzählst davon, lohnt sich wirklich, sich anzuschauen, ja. Also du sprichst jetzt über DAZN. Genau, ja. FA-Player war das eine und DAZN war das andere. Genau. Okay. Aber beides zu empfehlen und wobei FA-Player nur auf mobile Geräte geht, ne? iPad oder Android und DAZN geht ja dann überall, ne? Genau, das war nur der Hinweis, wer sich eben für die Männer Champions League das Ja, Abo geleistet oder hat. Frauen-Champions League.
Auch, ja. Wird er auch überall Wobei rein. alle Frauen-Champions League-Spiele kommen auf DAZN und in der DAZN YouTube, auf Genau. dem DAZN YouTube-Kanal, dass ich nichts Falsches sage, kommen sie umsonst. Die Zone kostet wie viel? 14,99 im Monat. Ja, okay. Ist schon mal was, ne? Ja, ich bekomme auch Dann. nichts, dass ich dafür Werbung mache. Wie gesagt, Nein, du sollst ja. nee, tatsächlich nicht. Ich habe Oh. es mir für die Männer Champions League zugelegt, weil auch die Freitags-Sonntagsspiele der Männer jetzt nur noch dort kommen und habe es erfreut festgestellt, dass ich jetzt im Fernsehen und nicht nur auf dem kleinen Gerät auch die englische Frauenliga sehen kann. Ja. Wir wollen ja den Zuhörern noch mehr Tipps geben, wo sie eben halt die Spiele sehen können. Und wenn es die Magenta Sport zum Beispiel nur gibt oder The Zone und wie sie alle heißen, dann ist es halt so. Da können wir ja nichts für. Wir kriegen ja keine Kohle dafür. Eben, Ne? das wollte ich halt auch bloß noch nachfragen. Genau. Nicht, dass dann Dann. irgendjemand sagt, ah, guck mal, die machen Werbung, da kriegen sie Nein. Kohle dafür. Nein, wirklich nicht. Auch da hinten kriege ich kein Geld für. Also selbst meine Berichte für Fido, die ich da mache, oder Interviews, mache ich so. Ja, dann sind wir fertig. Wenn nicht noch jemand was dazu hinzufügen möchte, der Holger konnte heute nicht am Dienstag, schade, beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Max, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Andreas, super mit der englischen Liga und niederländischen Liga. Was man vielleicht noch sagen sollte, wenn jemand in die Niederlande rübergeht. Die Stimmung ist, glaube ich, in den Niederlanden unglaublich toll, ne? Also die niederländischen Fans, die machen richtig Stimmung, ne? Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil Andreas das ein bisschen angesprochen hatte, dass leider so viele Spielerinnen weggehen. Schönerweise kommen die dann später auch wieder. Also klar, bei Stefanie van der Kracht oder Pirida Spitze ist die Zeit vielleicht mittlerweile dann doch vorbei, dass sie nicht mehr bei Real Madrid oder so spielen würden. Aber sie kommen wieder und werden mega gefeiert. Es ziehen sehr, sehr viele Mädchen ins Stadion, was halt bei uns leider nicht so ist. Wir sind große Vorbilder, sehr Fender und dadurch kommt dann halt auch die Stimmung. Also ich kann auch Renate Jansen zum Beispiel ist auch eine sehr, sehr klasse ältere Spieler bei Twente, die auch sehr gefeiert wird und ist sehr schön, dass die dann immer wieder zurückkehren in die Liga. Ja. Okay, alles klar. Vielen herzlichen Dank und wir sagen Tschüss. Tschüss.